Oh je, hast du gewusst, dass wir einen Test schreiben? Wer ist das denn? Hey, braucht ihr was? Mathe, Englisch, Multiple Choice? Okay, bin überzeugt. Erst das Geld, dann die Ware. Natürlich. Mal sehen, womit ich bezahlen kann. Das hier sollte reichen. Hier für dich. Passt sogar zu deinem Outfit. Wow, das ist ja mega. Danke. Eine weitere zufriedene Kundin. Hey, kannst du mir helfen? Bei deinem Style bin selbst ich überfragt. Ich bin voll aufgeregt. Das ist der schlauste Radiergummi auf dem Markt. Viel besser als lernen. Ich brauche auch einen Spicker. Ich muss doch irgendwo noch was Süßes haben. Das reicht nicht als Bezahlung. Entschuldigung, was bekomme ich denn dafür? Soll das ein Witz sein? Verschwinde. Ich ziehe ab wie ein Ninja. So ein Blödsinn. Na toll, was mache ich jetzt? Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ein Versuch ist es wert. Die Handyhülle kommt über das Display. So kann ich durch alle Antworten scrollen. Jetzt bin ich bereit. Abgucken könnt ihr bei mir voll vergessen. Den verstecke ich besser. Mal sehen, was der Spicker-Scanner sagt. Das ist gar nicht gut. Erwischt! Mit einem Radiergummi spicken, wie enttäuschend. Den Hut brauche ich wirklich für jede Prüfung. Und was ist hier drüben los? Niemand kommt am Spicker-Scan vorbei. Ein Hut mit Spickern? Oh, erwischt. Also bisher läuft's gut. Oh, da kommt sie. Mal sehen, ob du auch spickst. Bitte, bitte nicht. Ha, ist der Scanner etwa kaputt? Tja, ich habe keine Spicker. So ein braves Mädchen. Oh, ich geb's auf. Wow, der Erste, der kommt, was? Hey, guck dir den an. Ist bestimmt aus echtem Gold. Hey, was ist das? Lass mich sehen. Gib her. Hey, ich hatte den zuerst. Wen kümmert's? Lass los. Niemals. Hey, Gina. Oh, ich hasse das. Eine Party? Hä? Pass doch auf. Au. Oh, meine Bücher. Wen juckt's? Oh, total mies. Da sagst du was. Hey, meine Anhänger. Der sollte eigentlich hier anhängen. Ach, schade. Was ist das denn? Hey, Alex, was ist das? Was? Das hier? Ich brauch das. Jetzt geht's los. Langsam kommen wir voran. Farbe darf nicht fehlen. Und mit dem Gelb wird's der hellste Stern. Sehr schön. Jetzt umrande ich den mit Rot. Kommt gut zur Geltung. Erkennst du, was ich mache? Was hat zwei Augen? Und ein süßes Lächeln? Ein süßes Sternchen natürlich. Macht er deinen Tag auch schöner? Oh, schau dir diesen Glanz an. Und für die Rückseite brauche ich extra starken Kleber. Und eine große Sicherheitsnadel. Und schon bin ich fertig. Der ist echt cool. So, jetzt bin ich dran. Aber ich mache mir keinen Stern. Ich mache eine schöne, fluffige Wolke. Und sie bekommt ein cooles, beruhigendes Blau. Ist entspannend, oder? Ich finde schon. Aber ich bin noch nicht fertig. Hellblau ist der perfekte Akzent. Siehst du, wie dynamisch sie wird? Und sie bekommt auch ein süßes Gesicht. Oh, dieses Lächeln. Und fertig. Jetzt noch die Anstecknadel dran. Zuerst der Kleber. Dann die Sicherheitsnadel. Genau so. Alles erledigt. Meine kleine Regenwolke. So süß. Ich bin auch so künstlerisch wie du. Ich steck dir an meinen Blazer. Ich bin nicht mehr genervt. Alles gut. Da lang. Ist das die Lösung?
Das hier ist kein Problem. Aha. Hey. Es wird nass. Was? Ist das Regen? Hm, naja. Oh nein, mein Heft ist ganz nass. Meins auch. Meine ganze harte Arbeit ruiniert. Ach Mann, guck. Oh. Aber wir können das ändern. Zuerst brauche ich einen großen Mond. Nice. Jetzt zum hübschen Magenta. Pink. Mehr Pink. Man kann nie genug haben. Guck, so wunderschön. Ich liebe Farbverläufe. Jetzt noch Blau. Es kommt mehr. Mit Weiß mache ich die Details. Es werden Wirbel sein. Irgendwie majestätisch. Mit Magenta male ich noch lustige Formen. Gekonnte Pinselstriche sind hier wichtig. Und natürlich etwas Glitzer. Gefallen dir die blauen Juwelen? So, ich bin fertig. Was sagst du? Ist cool, aber jetzt bin ich dran. Mein Notizbuch wird gleich richtig cool. Bring mir Farbe, Baby. Ich mache einen Mosaikeffekt. Guck, wie alles zusammenkommt. Das muss aber geschützt werden. Keine Sorge mit dem Schwarz. Du musst dem Prozess vertrauen. Wenn's trocken ist, kann ich mit was Spitzem reinritzen. Siehst du, wie die Farben durchblitzen? Beschleunigen wir die Sache. Hallo, hübsche Farben. Cool, stimmt's? Einzigartig. Ja, lass uns tauschen. Ich liebe den Mond. Friere Wasser in einen Glasbehälter ein. Nimm das gefrorene Eis aus dem Behälter. Nun wirf einen Blick auf deine Farbpalette. Jetzt kannst du kreativ werden. Male direkt auf dem Eisblock. Benutze verschiedene Farben. Da das Eis schmilzt, bewegt sich die Farbe und dreht sich. So vermischen sich die Farben. Male verschiedene Farbschichten auf den Eisblock. Das ist echt entspannend. Und das Resultat ist ein toller Effekt. Unser Bild ist fertig. Echt frostig, kapiert? Okay, ich sollte lieber mit der Aufgabe beginnen. Hä, was ist mit meinem Stift los? Ist die Tinte leer? Das ist typisch. Was soll's? Sophia, hey! Alles okay, Luna? Mein Stift geht nicht mehr. Leihst du mir einen? Kein Problem, ich habe bestimmt noch einen über. Hier irgendwo muss er sein. Das ist kein Stift. Warte kurz. Hä? Na, so ein Zufall. Mann, ist das viel Zeugs. Ich sollte mehr Ordnung halten. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich mehr Ordnung schaffe. Zuerst bringe ich das Gummiband an meinem Ordner an. Ich brauche noch ein paar mehr. So kann ich all meine Sachen aufbewahren. Und innen gibt es noch mehr Platz. Alles ist an einem Ort und einfach zu finden. Sieht gut aus, oder? Und hier ist dein Stift. Hm, was? Oh, ach so, danke. Voll praktisch. Ich hatte einen so schönen Traum. Mir ist langweilig. Diese Formel ist eine meiner Lieblingsformeln. Endlich kann ich hier raus. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Endlich zu Hause. Was für ein Tag. Aber jetzt wird entspannt. Willkommen zur Show. Wollt ihr spielen, Ladies? Okay, klingt gut. Ihr werdet es nicht bereuen. Drückt die Taste, um zu starten. Los geht's. Hä? Was ist los? Was ist das für ein Ort? Warte. Du, was willst du denn hier? Mein Plan geht auf. Komm schon. Aha, hab's. Ich will mich etwas bräunen. Wow, wie hat er das gemacht? Und ich habe auch was für dich. Ich denke, das wird euch gefallen. Das wird euer Leben erhellen. Was? Soll das ein Witz sein? Was soll ich damit machen? Benutz deine Fantasie, Luna. Deshalb bestehst du auch keine Prüfungen. Oh hey, damit habe ich nicht gerechnet. Ist ein bisschen staubig. Hm, ich reibe mal dran. Vielleicht erscheint ja ein Flaschengeist. Was?
Wer hat mich gerufen? Hallo? Wo? Ah, da bist du ja. Was? Sie bekommt einen Flaschengeist und ich nur ein blödes Streichholz? Warum streckst du deine Zunge raus? Erkennst du mich nicht? Ist das dein Ernst? Wie sieht's jetzt aus? Und? Ah klar, jetzt erkenne ich dich. Aber Albert, musst du mir jetzt nicht deinen Wunsch erfüllen? Ich bin ein Genie, kein Flaschengeist. Aber ich habe ein Experiment für dich. Puh, das war tough. Also, viel Spaß. Nein, Albert, komm zurück. Ich hatte gehofft, dass wir später ausgehen. Bye-bye. Ich werde wohl für immer alleine bleiben. Wenigstens habe ich ein Geschenk von ihm. Leider kein romantisches Essen. Ich gieße die Cola in die Schüssel. Das müsste reichen. Jetzt nehme ich die Banane. Und ich stecke ein Ende in die Cola. Unglaublich, dass ich das wirklich mache. Jetzt kommt wohl die Glühbirne in die Schüssel. Irgendwie dumm. Hey! Wow. Siehst du das? Albert, du hast es wieder geschafft. Wow! Aber was mache ich mit dem Streichholz? Muss ich dir das erklären? Streiche es. Oh, so einfach ist das. Warum habe ich nicht selbst dran gedacht? Ich glaube, der ist kaputt. Ich brauche einen anderen Job. Ich kann eindeutig nicht unterrichten. Du musst den auf etwas lang streichen. Ah, kapiert. Das kann ich. Mann, da passiert nichts. Okay, Streichholz, jetzt wird's persönlich. Geh an, ich mein's ernst. Du machst mich wütend. Ich hab's geschafft. Mit meinem Verstand. Ich bin eine Superheldin. Wie kann das sein? Das ist unglaublich. Ich habe wirklich einen prächtigen Schnurrbart. Okay, gut gemacht, Luna. Sehr beeindruckend. Ich bin stolz auf dich. Und was haben wir da? Wie ich sehe, hast du Albert getroffen. Hm, es muss eine Gewinnerin geben. Ich bin mal nicht so. Ihr habt beide gewonnen. Schlag ein! Hm, ich habe eine gute Idee. Lasst uns diesmal etwas mit Zahlen machen. Schon gut, keinen Grund zum Applaudieren. Mathe? Ich dachte, das soll Spaß machen. Ich weiß nicht so recht, was wir machen sollen. Ich bewundere mich gerade. Ruiniert mir nicht die Stimmung. Oh, ganz schön unhöflich, was? Lass mich nachdenken. Es muss was geben, das ich nehmen kann. Oh, das könnte nützlich sein. Ein Mathebuch hilft immer. Ich werde hier die Lösung finden. Hm, schauen wir uns das mal an. Nein, das geht nicht. Ich habe kein Feld und keine Kühe. Aber das ist es. Ich wusste, dass das Buch mich nicht enttäuschen wird. Ich habe meinen Stift und kann loslegen. Zuerst schreibe ich die Zahlen 1 und 2 auf. 3 und 4 kommen hier hin. Dann verbinde ich sie. Und zwar mit ein paar Linien. Und dann eine große Kurve. Jetzt kommen die letzten Details. Was für ein süßer Elefant. Und der besteht aus Zahlen. Mit Mathe kann man alles lösen. Ich bin sehr stolz drauf. Hm, ja, wie auch immer. Warte mal, das ist deine tolle Idee? Aber das kann ich besser. Du wirst beeindruckt sein. Ich zeichne zwei kleine Ovale. Dann kommen noch zwei darunter. Und dann noch zwei größere ans Ende des Blattes. Jetzt werde ich kreativ. Als nächstes kommen die Füße. Ja, er wird aufrecht sitzen. Oh, darf die Ohren nicht vergessen. So ist's gut. Jetzt zu den Augen. Die machen am Ende den Unterschied. Ich zeichne am Rüssel noch ein paar Linien ein. Der wird total süß aussehen. Wie ein richtiger Elefant. Das sind seine Nägel. Und ein schön geschwungener Schwanz. Jetzt male ich aus. Ich nehme Schwarz für die Augen. Vorsichtig, ich will jetzt nichts vermasseln. Dieses Grau ist perfekt für seinen Körper. So, ich bin fertig. Sieht toll aus, was? Das ist mal ein Elefant. Ja, der ist gut geworden. Aber nicht wir bewerten. Hey, wir sind fertig. Ihr seid schon fertig? Wow. Oh, der ist ja niedlich. Bravo, Luna. Aber wo sind die Zahlen? Warte, was? Ich dachte, wir malen einen Elefanten. Es gibt nur eine Gewinnerin. Glückwunsch. Vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei meiner Mama, meinem Papa und meinem Hund. Hoffe, ihr seid bereit für die nächste Runde. Hey, habt ihr das gehört? Mein Magen knurrt. Aber ich weiß, was dagegen hilft. Wird Zeit für etwas zum Essen. Ich hatte gehofft, dass er das sagt. Wo ist das Essen? Na gut. Hier habt ihr was. Jetzt seid aber auch dankbar. Wow, guckt ihr das an. So eine große Auswahl. Ich will die Schokolade und die Banane. Wo sind deine Manieren, junge Dame? Aber gut, dann nehme ich das. Ach, so ist es also, ja? Gut, dann nehme ich die noch. Nicht so schnell. Jetzt hast du sie kaputt gemacht. Ich? Du warst das. Aber was mache ich jetzt? Hey, ich kann daraus was machen. Ich breche die Schokolade in Stücke und platziere sie auf dem Poppet. Es soll komplett bedeckt sein. Dann schmelze ich sie, um die Grübchen zu füllen.
Jetzt brauche ich die zerbrochenen Salzstangen. Ich stecke sie in die Schokolade rein. Sie sehen aus wie kleine Lollis. Jetzt warte ich, bis die Schokolade fest ist. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kann ich sie aus dem Poppet holen. Oh, so klein und niedlich. Aber lecker. Ist wie eine Party im Mund. Wow, ganz schön clever. Ich mache was aus der Tortilla. Ich lege sie flach auf den Tisch. Dann brauche ich die Schokolade. Ich mache aus der einen Aufstrich. Und jetzt lege ich die Banane an den Rand und rolle die Tortilla auf. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bestreiche sie mit geschmolzenem Marshmallow und streue Kokosraspeln drüber. Dann schneide ich die Rolle in Scheiben. Und schon habe ich süßes Sushi. Ich träufle noch Schokosoße drüber. Hm, das sieht lecker aus. Hier, wähle meinen süßen Snack. Du weißt, dass meiner besser ist. Sie sehen beide lecker aus. Ich kann es kaum erwarten, sie zu probieren. Wow, guck dir das mal an. Ist schwierig. Aber ich habe entschieden. Ihr habt beide gewonnen. Ja, ich hab's geschafft. Hä? Wo ist das hin? Als charismatischer Gastgeber bekommt man Hunger. Entschuldigt mich jetzt. Oh ja, das ist der gute Stoff. Gut aussehen und frisch riechen. Und hier kommt die nächste Challenge. Es ist ein teuflisch schwerer Test. Ein Test? Aber ich bin gar nicht vorbereitet. Zum Glück habe ich mein Handy. Das denkst du. Aber genau wie in der Schule. Regeln sind Regeln, nehme ich an. Aber Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Ich habe eine tolle Idee. Guck dir das an. Ich habe ein Bild von Buntstiften auf meinem Handy. Ich zoome ran und stecke es in die Federtasche. Sieht unauffällig aus. Wer wird's nie erfahren? Jetzt kann ich den Test machen. Und ich werde mit Bravour bestehen. Hm, das hätte ich nicht gewusst. Tests sind viel einfacher, wenn man schummelt. Eigentlich keine schlechte Idee. Unglaublich, dass ich das mache. Ich verstecke mein Handy im Blumentopf. Ernsthaft? Ich habe noch mehr Tricks im Ärmel. Nee, doch nicht. Ich kann mir das kaum noch angucken. Ich gebe nicht auf. Wie sehe ich aus? Bitte hör auf. Ich kann nicht mehr. Hä? Und was mache ich jetzt? Warte, ich weiß. Das wird definitiv klappen. Dafür brauche ich aber einen Schreibblock. Und hier in der Schublade liegt schon einer. Wie praktisch. Ich muss mich beeilen. Ich schlage den Block auf. Und dann lege ich mein Handy auf die Seite. Das wickle ich dann in Papier ein, damit es nicht auffällt. Ich muss listig sein. Jetzt drehe ich einfach mein Handy um und es verschwindet. Wie ein Zaubertrick. Einfach cool bleiben. Er ahnt nichts. Legt eure Stifte weg. Die Zeit ist um. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Mal sehen, wie ihr abgeschnitten habt. Wow, Luna, ich bin überrascht von dir. Dachte schon, du kriegst das nicht hin. Ich habe mein Bestes gegeben, aber die Zeit war um. Ich bin noch nie bei einem Test durchgefallen. Es gibt für alles ein erstes Mal. Aber so ist es für mich leichter. Luna gewinnt. Ich bin schlauer als du. Gut gemacht, Luna. Schaut euch nur diesen Lippenstift an, Mädels. Oh mein Gott, du hast echt Glück. Ich weiß, es ist das Beste. Meine Lippen werden toll aussehen. Mädels, wo seid ihr denn alle hin? Ernsthaft? Einfach atmen. Ups, diese Farbe steht Ihnen. Guter Versuch. Du kennst die Regeln. Kein Make-up. Aber können wir nicht darüber reden? Ich denke, das ist ein Nein. Ich sehe besser nach, wie ich aussehe. Oh nein, ich habe kein Make-up an. Aber ich bin immer vorbereitet. Ich habe einen geheimen Vorrat an Make-up für Notfälle. Das nehme ich. Kein Make-up. Das ist unfair. Schlimmer geht's nicht. Was bringt es, wenn ich nicht fabelhaft aussehen kann? Das Leben scheint ohne Make-up einfach leer zu sein. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich kann diese Flasche Korrekturflüssigkeit verwenden. Das ist genau das, was ich brauche. Ich beginne damit, die Flüssigkeit auszuleeren. Ich werde es in eine Schüssel leeren. Ich kann es später verwenden. Jetzt werde ich die Flasche ausräumen. Als nächstes nehme ich meinen Lieblingslipgloss. Ich kann es mit einer Pipette aus dem Röhrchen entfernen. Das macht es so viel einfacher. Ich will ja keine Sauerei machen. Und jetzt ab damit in das Fläschchen. Ich werde es sofort auffüllen. Das sollte reichen. Und ich werde den Deckel ersetzen. Ich bin so schlau. Und meine Lippen werden großartig aussehen. Oh ja, das fühlt sich viel besser an. Ich habe das vermisst. Hä? Was machst du gerade? Toll, ich brauche das. Nimm das Geld. Okay, Mädels, eine nach der anderen. Danke, Essie. Gib mir. Du bist die Beste. Wow, es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Mir ist so langweilig. Ich
brauche ein Nickerchen. Oh, Moment, ich bin noch im Unterricht. Die Zeit ist um. Gebt eure Tests ab. Oh, ich bin noch nicht fertig. Ich habe das total versagt. Ich denke, es ist eine weitere schlechte Note. Ja, ja, okay. Kommt schon, beeilt euch. Toll, jetzt muss ich sie bewerten. Ich kann kaum meine Augen offen halten. So, jetzt bin ich fertig. Das macht mehr Spaß. Aua, ich bin so hungrig. Ich bestelle mir was. Hallo, kann ich eine Bestellung aufgeben? Wow, das wurde so schnell geliefert. Es ist ein Fest. Und es ist alles meins. Mehr, ich will mehr. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Das könnte ich den ganzen Tag essen. Es ist so fettig und lecker. Oh, ich liebe es. Oh, das war unglaublich. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ich muss alles sauber machen. Vielleicht merken sie es nicht. Oh, ich weiß, was zu tun ist. Ich beginne damit, einen Abschnitt des Notizbuchs abzuschneiden. Dann brauche ich meine Klebepistole. Ich werde den Kleber auf das Notizbuch auftragen. Und dann den grünen Filz darauf kleben. Ich werde es glätten, damit es keine Falten gibt. Jetzt füge ich weißen und roten Filz hinzu. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich werde kleine Stücke schwarzen Filz darauf kleben und ihn in einem Bogen anordnen. Das sieht toll aus. Und fertig. Eine Wassermelone ist viel besser als ein langweiliges Notizbuch. Riecht es hier nach Burger? Okay, klasse, passt auf. Ich habe hier eure Noten. Schrecklich, Alex. Bitteschön. Das ist nicht mein Notizbuch. Was ist los? Psst, es ist unser Geheimnis. Warte, hey, es ist nicht so schlimm. Danke, es ist toll. Okay, klasse. Uhu! Lasst uns feiern. Das macht so viel Spaß. Ich liebe es zu feiern. Ugh, nie wieder Partys machen. Dieses Wasser ist unglaublich. Ich brauche etwas Schlaf. Warum ist die Glocke so laut? Ugh. Los, müssen wir spät ins Bett, Mädels? Und das an einem Schulabend? Oh, wir haben eine Prüfung? Ich hoffe, ihr habt gut gelernt, Klasse. Das hier ist eine schwere Prüfung. Viel Glück. Danke, ich werde es brauchen. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Oh, Moment mal. Ich kann schummeln. Ich liebe Technologie. Oh nein, die Lehrerin. Es ist so einfach. Keine Handys im Unterricht. Her damit. Ich werde dich beobachten. Oh, ich muss mein Handy verstecken. Wird es hier warm? Moment mal, ich habe einen raffinierten Plan. Ich kann dieses doppelseitige Klebeband verwenden. Ich klebe ein paar Klebestreifen auf meine Jeans und einen auf die Rückseite meines Telefons. Und jetzt lege ich mein Handy auf mein Bein. Jetzt kann ich es mit diesem Stück Stoff bedecken. Ich kann mein Handy verstecken, wenn die Lehrerin in der Nähe ist. Perfekt. Moment. Oh, ich decke besser mein Handy ab. Verhalte dich normal. Was ist hier los? Tolle Prüfung. Eine der besten. Okay. Sie ist darauf reingefallen. Und ich bin fertig. Wow, das ging schnell. Schöner Rock. Hä? Was hast du gesagt? Wie ist das passiert? Das ist so peinlich. Das darf niemand sehen. Los, geh schon rein da. Vielleicht sollte ich mal meinen Spind ausmisten. Geh endlich zu, na los. Endlich. Puh. Ich dachte schon, das geht niemals. Autsch! Ich fühle mich irgendwie müde. Hm, Cheryls Spind ist offen. Wie komisch. Cheryl, alles in Ordnung? Cheryl, wach auf! Ich will noch nicht aufstehen, Mom. Hm, ich will ihr helfen, nur wie? Die Tüte könnte nützlich werden. Und dieser Magnet, die perfekte Lösung. Die Tüte kommt in den Spind und wird mit einem Magnet befestigt. Dasselbe mache ich auf der anderen Seite. So ist gut. Und dann fülle ich die Tüte mit Cheryls Sachen. So wird Cheryls Spind gleich viel ordentlicher. Wow, hat sie viel Zeug. Viel besser als vorher. Und jetzt sollte ich ihr wohl mal helfen. Huhu. Bist du ein Engel? Oh, das bist nur du, Lona. Ich habe deinen Spind aufgeräumt. Das ist ja voll ordentlich. Wow. Echt genial. Vielen Dank, du bist die Beste. Gern geschehen. Kannst du loslassen, du erdrückst mich? Na klar, Bestie. Ich muss noch meine Bücher holen. Ups. Du hast nichts gesehen, okay? V
Wie ihr sehen könnt, sind die Farben dieses Bildes himmlisch. Sie erinnern an heiße Sommernächte und einen Drang nach... Okay, bist du bereit zu beginnen? Komm, wir legen los. Keine Sorge, mir geht's gut. Kunst kann gefährlich sein. Beginnt nun auf euren Leinwänden zu malen. Ich bin hier, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht. Okay, ich bin bereit, so richtig loszulegen. Exzellent, die Farben sprechen für sich. Ich brauche noch mehr Farben für mein Bild. Oh, Farben, gib mir mehr Farben. Mehr, diese Farben und diese hier auch. Yes, genau so habe ich mir das vorgestellt. Nice. Genau so, das ist Leidenschaft. Macht weiter so. Die Farbe scheint leer zu sein. Dann nehme ich eben eine andere. Hä? Wo sind all die Farben hin? Hey, die liegen alle bei ihr. Wie gemein, was mache ich denn jetzt? Und noch etwas mehr hier. Yes, perfekt. Das ist lächerlich. Wie soll ich mit einem leeren Stift malen? Einen Augenblick, ich habe eine Idee. Los geht's. Ich liebe diese Malbücher. Wo sind sie denn? Die kommen mit. Erwischt. Oh, ich dachte, ich hätte irgendwas gehört. Wo sind meine Wattestäbchen hin? Meine Ohren jucken doch. Oh nein, oh nein. Schon gut, beruhig dich. Alles wird gut werden. So, ich habe noch meine Ersatzstäbchen. Alles wird gut. Gut, der erste Schritt meines Plans ging auf. Und nun ran an die Arbeit. Ich wickle das Ohrstäbchen um ein Taschentuch. Anschließend wird Tesafilm ringsherum gewickelt. Mir gefällt lila Tesafilm richtig gut. Echt hübsch. Das wickle ich nun um das Stäbchen. Sieht toll aus, oder? Was jetzt nur noch fehlt, ist Farbe. Wie diese Lebensmittelfarbe. Ich tunke die Watte in Farbe. Mal sehen, ob das funktioniert hat. Mein Kunstprojekt ist gerettet. Und wieso jetzt aufhören, wenn ich einen ganzen Regenbogen haben kann? Okay, zurück zum Kunstprojekt. Zack. Hallo Leinwand, hast du mich vermisst? Und nun geht's los. Ich bin ein wahrer Künstler. Perfekt, das ist ein richtiges Meisterwerk geworden. Okay, Leute, zeigt mal her, was ihr gemalt habt. Das ist mein Bild, ist das nicht toll? Mein Bild zeigt, wie man sich in einem dunklen Treppengang fühlt. Okay, da muss ich mal näher rangehen. Okay, okay, mir gefällt, wie das Blau mit dem Orange harmoniert. Okay, du hast ein harmonisches Gekritzel. Oh, was ist das denn? Woher kommen diese kleinen Stifte? Exzellent, die sind toll. Sehr gute Arbeit. Die leihe ich mir dann kurz aus, darf ich? Nur zu, kein Problem, viel Spaß damit. Also dann, mein Notizbucheintrag, der noch fehlt. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Der Stift ist so cool. Der gefällt mir am besten. Wow, siehst du auch, was ich sehe? Okay, ich muss schauen, wie viel Geld ich habe. Ich habe bestimmt genug, um den zu kaufen. Wow, das sind aber viele Münzen und wenig Scheine. Hier liegt ein alter Stift. Bin gleich wieder da. Okay, der Stift ist echt öde. Mal sehen, wie lang der ist. Und ein Schnitt hier. Ein bisschen Kleber hier. Und nun kam die Plastikkapsel obendrauf. Jetzt fehlt Schaum. Es kommt ein Streifen Kleber auf den Schaumstoff. Dann wird er um die Stiftmine gewickelt. Schön gerade und eng. Mit der Röhre mache ich kleine Kreisformen auf den Schaumgummi. Noch mehr Kleber und auch Glitzer kommt dazu. Das kommt nun in die Röhre. Und auch Flüssigkeit darf nicht fehlen. Das Ende wird auch mit Kleber und Schaumgummi versiegelt. Und nun kommt Kleber auf das Stiftende. Nun wird die Glitzerröhre befestigt. Oh Gott, ist das Einhorn nicht süß? Du kommst auch an den Stift. Noch mehr Kleber und du kommst auf das Stiftende, kleines Einhorn. Yay, mein schöner Stift ist endlich fertig. Hey Julie, ich habe noch was für dich. Hier, guck mal, der Stift. Was? Oh mein Gott, der ist voll schön. Oh. Du bist meine allerbeste Freundin. Warte mal einen Moment, ich habe auch noch was für dich. Hier, dieses kleine Origami. Wow, okay, danke dir, echt. Oh je, sie ist nicht gut im Papierfalten. Wow, wie das glitzert. Echt schön. Das ist der beste Stift auf der Welt. Ich nehme doch an, ihr habt beide gelernt. Das hoffe ich auf jeden Fall. Oh, das sieht schwer aus. Ach was, das sieht ganz einfach aus, Nina. Was machst du denn da? Mann, ist die egoistisch. Ich schätze, ich muss das alleine rocken. Ich kann mich aber nichts davon erinnern. Wer ist das denn? Bleibt, wo ihr seid. Habt ihr gehört? Ja, der ist rausgegangen. Zeit, die Antworten nachzuschauen. Oh, ich kann nicht glauben, dass er einfach so rausgegangen ist. Oh, ich bin ein Glückspilz. Ich habe heute einen Rock angezogen. Das geht doch wieder ab, oder? Das sollte helfen. Oh Mist, ich hätte einen Pulli mitbringen sollen. Oh, der blöde Rock ist zu kurz. Boah, das ist echt peinlich. Ah, ich habe eine Idee. Ich verwende einfach ein bisschen Make-up. Und das ist genau die richtige Farbe.
Ich muss es allerdings noch ein bisschen sehen können. Ja, und der Test kann weitergehen. Sowas von clever. Ja, ich liebe dich auch, Mama. Ha, der vermutet rein gar nichts. Diese Eins gehört mir. Man kann nichts sehen, oder? Tja, warum lernen, wenn man einfach abspicken kann? Fertig. Du musst aber schnell, Nina. Ich habe so gut geschlafen. Wie viel Uhr ist es? Oh nein, ich habe verschlafen. Ich muss mich beeilen. Schnell anziehen. Ah! Ich habe einfach zu viele Klamotten. Oh, mein Kopf. Okay, jetzt aber schnell. Morgen, Mom. Hier, dein Frühstück. Was trägst du denn da? Sorry, Mom, ich muss los. Was war das denn? Oh nein, nicht schon wieder. Ich muss mich echt beeilen. Morgen, Mom, ich muss los. Was hat sie denn da an? Ihr Modegeschmack war schon mal besser. Oh Mann, so ein Schweinestall. Überall liegen Klamotten. Immer bleibt alles an mir hängen. Wobei, ich habe eine gute Idee. Ich räume die Klamotten raus und hänge dafür das hier rein. Schon viel ordentlicher. Ein Outfit für jeden Tag. Erledigt, ich bin einfach die Beste. Aufwachen, Zeit für die Schule. Was? Oh, ich hatte gerade so einen coolen Traum. Zieh dir was an. Tada! Na los. Schon gut, bin wach. Schau mal, alles ist ganz ordentlich. Wow, Mom, das ist echt mega. So ordentlich war der echt noch nie. Eine wirklich tolle Idee, das gefällt mir gut. Oh nein, die Zeit! Du Witzbold. Viel Spaß in der Schule. Danke, Mom, du bist die Beste. Lexi und Meg haben in dieser Challenge schöne Meisterwerke geschaffen. Hoffentlich haben sie dich dazu inspiriert, selbst Kunst zu machen. Welcher Kunsttag hat dir am besten gefallen? Schreib ihn unten in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Also, das ist Nachsitzen, ja? Hey, was gibt's? Oh... Ich bring's einfach hinter mich. Der Spaß kann beginnen. Puh, das ist anstrengend. Oh, Handkrampf. Fertig. Hä? Ich muss noch so viel mehr schreiben. Sie lackiert ihre Zehennägel. Sorry. So spare ich viel Zeit. Ist doch genial, oder? Erledigt in der Hälfte der Zeit. Hier, das gehört dir. Mal sehen. Ist das richtig? Megan, du hast mich erschreckt, Schatz. Hallo? Oh ja. Mami hat ihren Computer vergessen. Sie wird eine Weile wegbleiben. Das heißt, ich habe Zeit zum Spielen. Wow, das Ding ist so cool. Aber ich werde es noch cooler machen. Kein langweiliges Weiß mehr. Das muss glitzern. Oh, so ein hübsches Grün. Mama wird's bestimmt gefallen. Das ist jetzt ein glitzernder Regenbogen. Außen darf ich nicht vergessen. Sieht aus wie laufender Glipper. Ist doch fantastisch. Wie viele Farben passen da drauf? Und mit Weiß abrunden. Alles fertig. Das ist ein richtiges Meisterwerk. Das war's. Mami! Warte auf mich. Oh, ich werde zu spät kommen. Hier ist dein Computer. Danke, mein Schatz. Bis später. Hey, genug gelacht. Okay, klasse. Beruhigt euch. Ihr müsst euch konzentrieren. Was ist das für ein Durcheinander? Ich hasse Unordnung auf dem Tisch. Phew,
Viel besser. Heute beschäftigen wir uns mit Brüchen. Was zum? Ist das mein Laptop? Ich habe Angst, den zu öffnen. Ich habe den nicht so in Erinnerung. Hat Ihr Laptop ein Makeover bekommen? Hey, im Unterricht wird nicht gelacht. Schätze, es ist ein bisschen lustig. Oh. Ich brauche Hirnnahrung. Mm. Kann's noch langweiliger werden. Wie bitte? Kein Kaugummi im Unterricht. Hä? Oh nein. Hä? Sie kommt? Hier gibt's nichts zu sehen. Gib den her. Fein. Und? Oh, okay, okay. Echt jetzt? Na gut, aber mehr habe ich nicht. Okay? Und du, Megan? Okay, erwischt. Kein Zucker mehr für mich. Oh, wenigstens hat sie den nicht gefunden. Ava! Och, Mano, ich kann nicht gewinnen. Mir entgeht nichts, Kinder. Die Regeln könnten nicht klarer sein. Wie auch immer. Der schlimmste Tag seit langem. Oh. Oh, ist das mein Magen? Ich könnte einen Snack vertragen. Die Regeln gelten nicht für Lehrer. Niemand wird's bemerken. Ha, sie schauen ja nicht mal nach vorne. Yay. Oh, sie gucken mich an. Ich bin wohl leicht erkältet. Was jetzt? Oh, Moment mal. Ich hab's. Der Kaugummi muss nicht wie Kaugummi aussehen. So. Jetzt einfach auf den Bleistift stecken. Passt perfekt. Hm, genau was ich jetzt brauche. Isst sie gerade den Radiergummi? Guck mal. Iiii. Was? Das ist Eiweiß. Ugh, da bleib ich lieber hungrig. Ich spiele nach meinen eigenen Regeln. Stifte runter, Test nach vorne. Oh, ich habe nichts gewusst. Ah. Danke. Brian, die Zeit ist um. Hä? Verzweifelte Zeiten rufen nach verzweifelten Maßnahmen. Ein paar Buchstaben senden eine wichtige Botschaft. Kannst du erraten, was da steht? Okay, fertig. Bitte schön, Frau Lehrerin. Mal sehen. Oh, ist das nicht süß. Ein richtiger Selbstvertrauensschub. Und ich schicke gleich eine Nachricht zurück. Muah. Wie wär's damit? Die Benotung ist fertig, Brian. Ja? Warte, ist das eine 6? Schule kann echt schwer sein. Vor allem, wenn du nicht weißt, was los ist. Ich zeig Ihnen den Trick. Was? Ich glaube, das wird gut. Zuerst brauchen wir ein Bild einer Uhr. Noch das Subtraktionszeichen und dann wird gerechnet. Das gilt für die gesamte Uhr. Tada! So einfach ist Subtraktion. Was? Das ist fantastisch! Gern geschehen! Wenn du diesen Trick cool findest, dann haben wir noch coolere Tricks für dich. Oh, nachsitzen, Klasse? Ja, ich bin im richtigen Raum. Ugh, Regeln was? Dann mal ran an die Arbeit. Was? Machen die Witze? Was glauben die, wer die sind? Das wird ewig dauern. Oh Gott, sie sieht aus wie ein Wrack. Oh mein Gott, was ist mit ihrer Hand? Ah!
Sie ist bestimmt schon ewig hier. Ich will nicht, dass mir das passiert. Es muss doch einen Ausweg geben. Warte mal. Wer ist das? Ist das eine Schülerin? Sie dreht sich um. Sie ist alt. Hilf mir. Da sitzt ein Skelett. Das ist ein Albtraum. Ich fange an, bevor ich alt bin oder nur noch aus Knochen bestehe. Warte mal. Die Idee. Zuerst brauche ich Stifte. Jetzt? Zum Tape. Mach's ruhig mit schönem Tape. Wickle das Tape an zwei Stellen um die Stifte. Versuchen wir es mal. Guck, ich zeichne drei Linien auf einmal. Ich bin ein Genie. Jetzt kann die Arbeit losgehen. Ich schreibe drei Sätze auf einmal. Drei Zeilen fertig. Das klappt großartig. Guck, wie schnell das ging. Und fertig. Nimm das nachsitzen. Ich bin hier raus. Das ist so unfair. Ich liebe Schule. Sie macht so viel Lärm. Ich erreiche gleich den Highscore. Yay! Ich versuche hier zu arbeiten. Das war's. Ekelhaft. Kümmere dich um deinen Kram. Lehrerin? Sie spielt am Handy im Unterricht. Mickey, du kennst die Regeln. Leg dein Telefon weg. Fein. Da hast du's. Sie ist schrecklich. Was, wenn ich's heimlich mache? Nur ein kurzer Check. Warte mal. Ich habe eine Idee. Ich brauche eine Kopie von meinem Gesicht. Ich bin so gerissen. Okay, ich habe das Bild und mein Telefon. Ich lege das Bild einfach auf mein Telefon. Passt perfekt. Jetzt brauche ich Kleber. Ich trage den Kleber einfach hin auf meine Handyhülle auf. Perfekt. Nächster Schritt. Klebe das Bild auf das Telefon. Das ist ja fantastisch geworden. Wird Zeit, es zu versuchen. Ich halte mein Telefon einfach so. Biologie ist wirklich ein gutes Fach. Ich kann's nicht glauben. Sie ist wieder am Telefon. Frau Lehrerin! Sie macht es schon wieder. Tut sie das? Ja, sie starrt gerade drauf. Also, ich sehe nichts. Hör auf, den Unterricht zu stören. Ich? Den Unterricht stören? Hat geklappt. Hab gewonnen. Das ist so unfair.
so interessant. Oh, hi. Sieh mal, was ich hab. Ein Hündchen. Wow. Darf ich ihn streicheln? Claro, sie heißt Fluffy. Der perfekte Name. Ist sie nicht süß? Das ist sie. Hallo, Leute. Hi. Ich bin so hübsch. Was? Weg da. Nein. Na egal, dann bezahle ich dich eben fürs Plätzetauschen. Nein, ich bin nicht käuflich. Okay. Oh, was für ein süßes Hündchen. Das ist so gemein. Was glaubt sie, wer sie ist? Ich bin so sauer. Der Schokolade habe ich es aber gezeigt. Hm, willst du sie mal nehmen? Oh ja, gerne. Ja, ich weiß, wie ich es hier heimzahle. Ganz leise. Ich schneide eine Ecke von der Schokolade ab und quetsche sie in ihr Heft. So, sie ist so ein lieber Hund. Oh mein Gott, dieser Köter ist schrecklich, wie eklig. Es hat funktioniert. Das entsorge ich mal schnell. Da bin ich wieder. Hallo, Fluffy. Gutes Mädchen. Ah, so ein schöner Tag. Die Sonne ist so schön und warm. Heute wird ein guter Tag. Ich fühle das. Nice. Ein Eimer voller Popcorn. Oh Mann, riecht das gut. Beeil dich. Das Wetter ist ein Albtraum. Das allerletzte. Der heutige Tag ist furchtbar. Ah, ich habe schlechte Laune. Wow, beruhig dich. Du hast das Popcorn verschüttet. Hier, nimm dir etwas von dem Popcorn. Wow, okay. Was kann ich tun? Ich hab's. Hier kann nur ein Doktor weiterhelfen. Machst du Witze? Du bist kein echter Doktor. Du kannst mir absolut nicht weiterhelfen. Heute ist einfach nicht mein Tag. Oh, mein Herz ist traurig. So ein Jammer. Ich muss dich aufheitern. Wow, lach doch mal. Hä? Was haben wir denn hier? Oh, Süßigkeiten. Einen Augenblick. Das bringt mich auf eine gute Idee. Zuerst brauche ich etwas Popcorn-Mais. Das ist genug. Und nun füge ich Süßigkeiten hinzu. Okay, gut. Deckel drauf und Hitze hochschrauben. Oh, die Süßigkeiten schmelzen und das Popcorn knallt. Okay, mal nachsehen. Das nenne ich gelungenes Popcorn. Darüber würde sich jeder freuen. Hey, sieh mal, hier ist besonderes Popcorn. Was ist das? Wie hast du das gemacht? Das riecht echt gut. Okay, ich probiere mal eins. Einfach wow, 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 wie ein Regenbogen in meinem Mund. Meinem Herzen geht es schon viel besser. Puh, das ging nochmal gut. Ich freue mich für Sie. Ich freue mich so auf Kunst. Okay, klasse, heute malen wir eine Katze. Seht nur, wie süß sie aussieht. Na dann, fangt an. Oh, das ist schwer. Das ist ihr Schwanz. Wow, das ist hässlich. Fertig! Ist nicht mein bestes Bild, aber für die Schule reicht's. Was? Das ist unglaublich! Was für ein Tag! Gib das her! Oh, die schenke ich dir. Ich habe eine Idee. Eine gute Idee. Wenn ich den Gummi um die Stifte binde und dasselbe hier mache, dann kann ich die Katze in meinem Notizbuch nachfahren. Es funktioniert. Solange ich den Linien folge, habe ich eine perfekte Kopie. Wow, das sieht toll aus. Echt gut. Ich bin beeindruckt, Cheryl. Danke, ich bin ein Naturtalent. Eine 2? Wundervoll, wie immer, Luna. 1+. Mach weiter so. Danke. Oh nein, er druckt wieder. Psst, hör auf. Was? Hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich hasse Kunst. Oh, was für ein schöner Tag. Es ist so schön draußen in der Natur. Wie findest du das? Wow, fantastisch. Das ist mein Bild. Ich bin zufrieden damit. Wirklich? Naja, okay. Hey, hörst du das? Ja, das ist eine Biene. Oh, lass uns in Ruhe. Husch, husch. Oh, oh. Lexi? Nein, was macht sie da? Ist sie weg? Wow, das ist ja cool. Und was jetzt? Hallo, ihr zwei. Ist das eine riesige sprechende Biene? Was macht sie da?
Das Sandwich sieht lecker aus. Aber da fehlt noch Honig. Seht euch diese süße Köstlichkeit an. Die will ich haben. Das werde ich genießen. Warte mal. Das ist so klebrig. Ich muss die Handschuhe loswerden. Schon besser. Total seltsam. Können wir einfach weitermachen? Hallo, ich brauche deine Hilfe. Ja, jetzt sofort. Wow, Eilzustellung. Mal sehen, was wir hier haben. Noch mehr Handschuhe. Warte, die bringen mich auf eine Idee. Hey, ihr zwei, fangt! Gelb ist nicht gerade meine Farbe. Was sollen wir damit machen? Die passen perfekt. Macht mir ein Pokémon. Mit einem Handschuh? Das könnte knifflig werden. Ich weiß nicht wie. Aber ich werde es versuchen. Ich puste den Handschuh auf. Dann mache ich einen Knoten rein. Sieht gut aus. Aber reicht noch nicht. Die beiden mittleren Finger klappe ich runter. Dann brauche ich Klebeband. Mit dem fixiere ich sie. Jetzt drehe ich den Handschuh um. Das gleiche mache ich mit dem anderen Handschuh und dann klebe ich sie zusammen. Jetzt brauche ich einen Luftballon. Den wickle ich um die Handschuhe. Ich muss vorsichtig sein. Ich will den Ballon nicht platzen lassen. Das werden die Arme. Ich brauche noch einen Ballon für den Schwanz. Den klebe ich hinten an die Handschuhe. Jetzt zeichne ich zwei Kreise auf. Das sind die Augen. Dann noch die Nase. Und ein breites, glückliches Lächeln. Jetzt zu den Ohren. Ich male nur die Spitzen schwarz an. Ach ja, Pikachu hat ja rosige Wangen. Das ist einfach. Sind ja nur zwei große rote Punkte. Ich achte darauf, dass sie stimmig sind. So, das müsste reichen. Sieht aus wie Pikachu. Hey, kleiner Mann. Guck dir das an. Wow, toll gemacht. Du hast den aus Handschuhen gemacht? Ich glaube, ich habe einen neuen Freund. Wie willst du deinen machen? Keine Ahnung. Das ist lecker. Hey, ich weiß, ich hab's. Dann mache ich mal Pikachu. Ich fange mit zwei Kulleraugen an. Die klebe ich auf den Handschuh. Ich habe noch zwei Filzsticker. Die werden die Wangen. Ich male zwei Fingerspitzen schwarz an. Jetzt kommt der Becher unten ran. Ich ziehe den Handschuh über den Rand. Jetzt drehe ich alles um. Ich brauche ein Skalpell, denn ich schneide ein Kreuz in den Becher. Da schiebe ich den Trinkhalm durch. Eine Sache ist noch wichtig. Ich stecke den Handschuh in den Becher. Er soll komplett darin verschwinden. Jetzt puste ich in den Trinkhalm. Und Pikachu taucht auf. Tada! Nein, wag es nicht! Bleib weg, ich kann Karate! Warum hat sie das gemacht? Das war eine gemeine Biene. Oh, guck dir das an. Alles umsonst. Das ist ungerecht. Schon gut, Mac. Sei nicht traurig. Aber das bedeutet, dass ich gewinne. Keine leichte Entscheidung. Aber Lexi gewinnt. Juhu! Glückwunsch. Wow, ich liebe diesen Kanal. Mein absoluter Favorit. Tina ist so lustig. Oh, pass auf. Das war unangebracht. Komm schon, war doch witzig. Aber egal, ich muss dir was zeigen. Das ist mein Huhn. Niedlich, stimmt's? Das gefällt dir wirklich? Ja, warum? Ich bevorzuge Poppets, die machen mehr Spaß. Poppets? Die sind doch out. Hühner sind voll angesagt. Nee, Poppets sind die besten. Und dein Huhn hat eine dumme Frisur. Oh nein, das hast du nicht. Doch, und ich würde es wieder tun. Mein Huhn hat eine schicke Frisur. Ist voll in Mode. Oh nein, das ist... Warte, so ist das also, ja? Dazu gehören immer zwei. Ich fühle mich so schick. Die Farbe passt nicht zu dir. Hört auf zu streiten. Ups, sorry. Regt euch ab. Hier kommt eure nächste Challenge. Ekliges Ungeziefer. Okay, ich schätze, das kriegen wir hin. Wow, wo kommt das denn her? Guck dir mal das ganze Zeug an. Damit können wir auf jeden Fall was Cooles machen. Warte, müssen wir uns das teilen? Ich hab's zuerst gesehen, ist meins. Pfoten weg. Ich fange lieber gleich an. Ich habe sogar einen Plan. Zuerst male ich einen Schmetterling. Wow, ich bin von mir selbst beeindruckt. Jetzt schneide ich den aus. Den Rest brauche ich nicht. Kann weg. Oh, das ist eine gute Idee. Jetzt brauche ich den Löffel. Ich breche den Griff ab. Dann trage ich Kleber auf den Flügeln auf. Und klebe den Löffel an. Das mache ich rundherum. Zum Glück habe ich die XL-Tüte Plastiklöffel gekauft. Jetzt kommt Kleber auf den Kopf. Und auch auf den Körper.
Das müsste reichen. Mit einem Pinsel verteile ich den. Ich darf die Fühler nicht vergessen. Das mache ich auch mit dem Körper. Jetzt brauche ich Glitzer. Ich streue den über den Kleber. Wow, die Farbe gefällt mir. Jetzt tupfe ich Kleber auf die Löffel. Das muss nicht viel sein. Eine dünne Schicht reicht. Ich darf aber keinen Löffel vergessen. Da streue ich jetzt Glitzer drüber. Ich nehme auch eine andere Farbe. Ich muss schnell machen, bevor der Kleber fest wird. Für die äußeren Löffel nehme ich lila Glitzer. Das war's. Den Rest vom Glitzer schüttle ich einfach runter. So schön bunt. Ja, der sieht gut aus. Ist okay, neidisch zu sein. Jetzt zeig, was du kannst. Okay, immer locker bleiben. Bett nicht kann das toppen. Ich zeichne einen Kreis auf Pappe. Dann schneide ich ihn aus. Hallo, Mac. Nana. Das war kindisch, aber lustig. Jetzt mache ich da Löcher rein. Ich brauche 8 Löcher. Es kommen 4 auf jede Seite hin. Genau so. Jetzt fädle ich Kabelbinder durch ein Loch. Ich mache ihn zu, aber lasse eine kleine Schlaufe. Perfekt. Jetzt träufle ich Kleber auf den Karton. Mit einem Pinsel verteile ich den. Bis zur Kante. Dann streue ich Glitzer drüber. Ich nehme dunkelvioletten Glitzer. Der passt perfekt zu dem, was ich mache. Dann kommen 2 Augen ran. Den losen Glitzer puste ich einfach weg. Ich bin fertig. Ich habe eine süße Spinne gemacht. Sie hat sogar einen Spinnfaden. Pass auf, sie kommt zu dir. Hast du schon mal so eine süße Spinne gesehen? Wo will sie hin? Ah! Ugh, du bist voll nervig. War doch nur Spaß. Warte. Spinne? Ah, mach die weg! Okay, das war gruselig. Die kenne ich. Wirklich? Du hängst mit einer Spinne rum? Wird Zeit für die Bewertung. Zeigt her eure Kunstwerke. Es ist unentschieden. Gut gemacht. Habt ihr beide toll gemacht und ich werde emotional. Ja, ich habe wieder gewonnen. Wir haben beide gewonnen. Oh, hallo Tischnachbarin. Wenn ich sie ignoriere, haut sie vielleicht ab. Du bist nicht sehr gesprächig, was? Ich werde Musik hören, dann muss ich ihr nicht zuhören. Wow, der fliegt. Das ist wirklich ein Airport. Hey, komm zurück. Huh, Vorsicht, schnapp's dir. Phew, das war verrückt. Sei ehrlich, ist das okay? Ich glaub nicht. Das ist so schlimm. Ich krieg das hin. Ich wisch das an meinem Shirt ab. So gut wie neu. Aber es geht noch besser. Ich mache einen Barbie-Aufkleber drauf. Dann brauche ich einen pinken Stift. Ich färbe das Gehäuse ein. Ich bemale es komplett. Aber nicht über den Aufkleber. Fast fertig. Jetzt mache ich den Aufkleber ab. Guck's dir an. Hoffe, das gefällt dir. Wow, das ist perfekt. Oh, diese Reaktion habe ich erwartet. Genau, was ich mir gewünscht habe. Hey, willst du mit mir Musik hören? Hier hast du. Wow, wer schreit da? Ich singe das. Habe ich selbst geschrieben. Willkommen zum Kunstunterricht. Heute erschaffen wir Meisterwerke. Das wird lustig. Ich habe etwas Besonderes geplant. Schaut euch das an. Das habe ich selbst gemalt. Oh, sieht aus wie ich. Ich bin ein Model. Sicher, okay. Ich möchte, dass ihr etwas Ähnliches zeichnet. Schätze, das schaffe ich. Hm, lass mich nachdenken. Okay, los geht's. Das wird toll aussehen. Wow, das ist perfekt. Hm, ist ziemlich gut. Aber ich mache meine Zeichnung bunt. Ist schwieriger, als ich dachte. Das kann in den Müll. Nochmal von vorne. Langsam, langsam. Oh, komm schon. Das ist voll schwer. Total nervig. Was hast du getan? Das war ein Versehen. Ich wisch das weg. So geht das nicht. Es ist ruiniert. Das tut mir echt leid. Hä? Was ist das? Ups, ich habe Farbe am Finger. Warte, ich habe eine Idee. Ich habe Skizzen auf 2 Zettel gemacht. Die übertrage ich auf Karton. Jetzt brauche ich einen Kreis und ein Rechteck aus Pappe. Da klebe ich den Kopf und die Barbie-Schablone drauf. Jetzt kommt noch rosa Pappe drauf. Genauso wollte ich das. Ist wie ein Stempel. Hä? Was ist das? Hey, guck's dir an. Das wird dir gefallen. Ich brauche so einen Roller. Mit dem trage ich die Farbe auf. Ich rolle einfach über den Stempel, damit der bedeckt ist. Dann drücke ich den aufs Papier. Das mache ich auch mit dem Barbie-Stempel. Ich will keinen Fleck freilassen. So geht's. Dann drücke ich den aufs Papier. Das hat geklappt. Was sagst du dazu? Ist ziemlich gut, stimmt's?
Ich habe hart daran gearbeitet. Hey, ich weiß, was ich mache. Dafür brauche ich meinen goldenen Stift. Ich kann mein Bild noch retten. Ich zeichne um den Rand des Farbflecks. Ich gehe komplett rundherum. Dabei lasse ich mir Zeit. Das soll ja perfekt werden. Jetzt zum nächsten Schritt. Ich male den Kopf schwarz aus. Aber nicht über die Linien malen. Und schon habe ich eine Silhouette. Wow, das sieht toll aus. Tada! Ich weiß, das ist fantastisch. Hä? Wow! Diese Reaktion habe ich erwartet. Oh, ihr seid fertig. Ignoriere sie. Mein Bild ist besser. Ausgezeichnete Arbeit. Ihr seid beide sehr künstlerisch. Tolle Arbeit. Er mag meins lieber. Ich bin gerade voll glücklich. Okay, klasse. Kommen wir jetzt zu unserem Test. Madison, bitteschön. Na, klasse. Ich hätte lernen sollen. Ich hätte wirklich lernen sollen. Vielleicht kann ich Hilfe kriegen. Mathe macht so viel Spaß. Das ist so aufregend. Wow, hat er denn gar kein Leben? Aber, hi. Hä? Kannst du mir helfen? Na klar, obwohl, alles hat seinen Preis. Ein Kuss und du kriegst die Antworten. Was? So dringend brauche ich die auch nicht. Was für ein Freak. Okay, du machst das schon. Sind ja nur Zahlen. Und das hilft mir überhaupt nicht. Das ist so falsch. Komm schon, Gehirn. Madison, die Zeit läuft. Leg los. Ich versuch's ja. Hey. Nur ein Kuss, oder? Was für ein Tag. Wow. Es ist nur ein Kuss. Denk einfach an deine Oma. Hier auf die Wange. Ich brauche Mundspülung. Es ist vorbei. Hey, gib mir die Antworten. Ah ja, Deal ist Deal. Sieh her. Um die Antwort zu erhalten, schreibst du die Aufgabe auf. Dann addierst du diese beiden Zahlen. 6 plus 4 ist gleich 10. Dann ziehst du diese 2 von der 10 ab. Macht 8. Bei der nächsten Aufgabe machst du einfach dasselbe. Diesmal addieren für 2 und 5. Das ist 7. Dann subtrahieren wir 2. Die Lösung ist 5. Wow, das ist so genial. Danke, das schaffe ich. Die erste Lösung ist 8. Dann 5. Sie weiß alle Antworten. Pass auf, kannst du mir helfen? Na schön, kostet dich einen Kuss. Ich denke, das ist es wert. Wie gemein, das ist meine Freundin. Wie kriege ich nochmal Y raus? Ich habe echt keine Ahnung. Was macht Gina? Sieht aus, als wäre sie beschäftigt. Na klar, sie ist die Lösung für mein Problem. Gleich geschafft. Hab's. Was machst du da? Gib mir einen Moment. Hey, ich hab's rausgefunden. Hey, freut mich helfen zu können. Halt still! Mathe ist langweilig. Ich besuche lieber das Fantasieland. Guck dir dieses Einhorn an. So majestätisch. Oh, wow. Wie liebenswert. Ich fühle mich plötzlich so inspiriert. Das wird toll werden. Naja, dachte ich jedenfalls. Zeichnen ist schwer. Aber ich habe eine Idee. Sunny? Bist du dir da sicher? Wie konntest du nur? Du kriegst einen Verweis und komm nie wieder. Meine Mutter wird mich umbringen. Warte, mach das nicht. Stopp. Warum? Es gibt einen besseren Weg, vertrau mir. Du willst das abmalen, richtig? Dann nimm Transparentpapier. Folge einfach allen Linien. Technisch gesehen malst du es selbst. So kriegst du auch die Details hin. Und du kannst gleich Farben nehmen. Wie bei der pinken Rose. Die ist echt hübsch. Und so genau wie möglich. Findest du nicht? Wow!
Danke! Ist viel besser als meins. Juhu, gefällt mir. Kein Problem. Gleich fertig. Schau dir all diese Farben an. Mehr, mehr, mehr. Interessante Methode, Sunny. Die Bewegung kommt aus dem Handgelenk. Hey, ich bin nicht Teil deiner Leinwand. Dieses Shirt ist nagelneu. Hä? Das ist permanente Farbe. Oh. Ups. Wie kann ich das beheben? Mit ein wenig Kreativität vielleicht. Siehst du diesen großen Bleistift? Ich brauche nur den Radiergummi. Ein paar Schnitte und der bekommt eine andere Form. Siehst du, es ist ein Herz. Süß, oder? Und fertig. Hey, guck mal. Ein Bleistift. Der Radiergummi. Ich habe aus dem einen Stempel gemacht. Guck dir das an. Nein, fass mich nicht an. Das wird niedlich, okay? Okay, na gut. Es geht los. Siehst du, kleine Herzen. Jetzt ist dein Shirt voll süß. Oh. Wow, das ist echt cool. Danke. Ein Einhorn ganz für mich allein. So süß. Aber es fehlt noch Farbe. Irgendwo hier drin sind meine Stifte. Das fühlt sich seltsam an. Die Tinte ist ausgelaufen. So kann ich doch nicht malen. Mom! Was ist los, Schatz? Guck mal. Oh, schon gut. Ich weiß, was zu tun ist. Das kriegen wir wieder hin. Zuerst wischen wir das sauber. Niemand will schmutzige Hände haben. Dann eben die Tasche. Das geht nicht weg. Kein Problem, dann bekommst du eben einen neuen. Wo ist denn mein Handy? Wow, ganz schön teuer. Alles wird wieder gut. Mal sehen, wie viel Geld ich noch übrig habe. Oh. Was machen wir denn jetzt? Oh, es bricht mir das Herz, sie so zu sehen. Moment mal, mir ist gerade eine Idee gekommen. Das könnte funktionieren. Um Flecken zu verstecken, brauchst du bunten Filzstoff. Schneide aus dem Stoff Einhornteile. Bringe an jedem Stück Kleber an. Trage den Kleber etwa so auf. Dann klebst du das Stück auf die Tasche. Klebe alle Teile fest, bis das Einhorn zu sehen ist. So versteckst du den Tintenfleck. Die Augen nicht vergessen. Zu jedem Einhorn gehören auch lange Wimpern. Ist das nicht magisch? Hallo Liebling, alles okay? Wenigstens sind meine Hände sauber. Nun ja, ich hab was für dich. Wow, ein Einhorn! Ich liebe den Rucksack, danke! Kein Problem, Liebling. Voll cool. Cool, wir haben es noch pünktlich zum Unterricht geschafft. Hey, hört auf zu quatschen, es wird Zeit für den Test. Stimmt ja, der Test. Gut, dass wir vorbereitet sind. Nice, und ich habe auch meinen Spicker dabei. Diesen Test bestehen wir ganz sicher. Hey, warum lächelt ihr so? Das ist sehr verdächtig. Wird Zeit, das Gebiet auf Spickzettel zu scannen. Ha, habe ich's mir doch gedacht, die haben Spickzettel dabei. Alarm, das ist absolut nicht erlaubt. Hey, du dachtest, du kommst mit Schummeln durch? Ein ganzer Stapel von Spickzetteln liegt hier offen rum. Hast du wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst? Aber ich hab dich erwischt. Und du, ich werde dich auch erwischen. Was ist in diesem Becher? Kalter Kaffee? Hey, warte mal, was hast du darunter versteckt, hä? Die Schrift ist extrem klein, was beeindruckend ist. Aber das ist dennoch Betrug. Damit kommst du nicht durch. Nein! Oh, ich darf nicht durchfallen. Warte mal, ich glaube, mir fällt da was ein. Ich habe vergessen, dass ich auch Spicker zwischen meinen Fingern habe. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was ist da an meinem Schuh? Ihh, alter Kaugummi. Warte mal. Ich klebe den Spicker einfach unten an meine Sohle. So geht's, klebt schön versteckt. Und schon habe ich die Lösungen für den Test.
Was ist denn hier los? Ach, nichts. Ich fächer mir nur Luft zu. Es ist ganz schön heiß und sie macht Yoga. Ah, okay. Dann scheint ja alles zu stimmen. Arbeitet gut weiter. Und so einfach bestehen wir den Test. Komm schon, Rucksack. Bleib nicht zurück. Unglaublich, dass mir meine Sachen einfach so runtergefallen sind. Was zum... Oh mein Gott, wieso schwebt dieser Rucksack? Gut gemacht, Rucksack. Du hast gut durchgehalten. Oh. Zeit für einen Snack. Ich mag die gar nicht. Au, was soll das denn? Vielleicht stillt der Apfel meinen Appetit. Er schmeckt ganz schön mehlig. Au, schon wieder. Was soll das? Ich sitze hier. Ich hab Durst. Na toll, mein Wasser ist auch schon alle. Diesmal habe ich den Müll abgefangen. Wow, du hast ja einen coolen Rucksack. Der ist viel cooler als meiner. Hey, können wir ein Selfie mit dem Rucksack machen? Na klar, los geht's. Wow. Was für einen coolen Rucksack hat denn diese Schülerin? Ich will bei den Selfies dabei sein. Das ist der perfekte Rucksack für die Schule. Sehr gut. Oh, wie kann das alles denn sein? Warte mal, die Plastikflasche bringt mich auf eine tolle Idee. Jetzt wird's Zeit zum Basteln. Ich habe diesen Reißverschluss hier und diese Plastikflasche. Der Reißverschluss kommt einfach um die Wasserflasche, so. Ich habe den Reißverschluss aufgemacht und schneide die Flasche auf. Tada, aus der Flasche wurde eine Federtasche. Die habe ich noch silber angemalt und unten kommen coole Flammen dran. Das ist jetzt eine Rakete. Ich schieb noch Zeichenkarton rein für mehr Stabilität. Und dann kommen da meine Stifte hinein. Und natürlich auch meine Snacks. Schokoriegel müssen immerhin sein. Nun mache ich den Reißverschluss zu und fertig. Wird Zeit, meine Raketen fortzuführen. Mein Rucksack sieht viel cooler aus. Und ich kann Snacks essen, wann immer ich will. Meine kleinen Raketen erfüllen ihren Zweck, so wie ich es wollte. Mir gefällt auch sehr, dass... Wow, sorry, ich muss los. Hey, zeig mal deinen Rucksack. Sind das Raketenflammen? Wahnsinn. Wie cool, du teilst doch deine Snacks, oder? Das ist voll toll. Oh Mann, so viel Aufmerksamkeit wollte ich gar nicht. Ich hasse das. Nein, 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 ich bin hier fertig. Aus dem Weg. Was zum Geier? Bis später, Schule. Wie krass, wo ist sie denn hin? Ins All geflogen, oder was? Wow, das war definitiv der beste Rucksack, den ich je gesehen habe. Vielleicht kann meiner das ja auch. Rucksack, flieg mich ins All. Hier oben ist alles so friedlich und ruhig. Das gefällt mir total. Boo! Hey, du hast mich erschreckt. Hä? Das ist unsere erste Challenge. Ist das? Wow! Oh, da sind Kerzen. Guck dir die kleinen Süßen an. Ich bin nicht so verrückt nach diesen Dingen. Was soll ich damit machen? Das ist eine gute Frage. Wie wär's mit einem gruseligen Geist? Oh, Justin? Hast du Angst? Nicht wirklich. Ich bin's. Sehr witzig. Ach, bleib doch locker. Das bringt mich auf einen Gedanken. Na klar. Ich dekoriere diese Kerze mit dem Wachs von der roten. So löst sich das nicht ab. Ich habe noch nie mit Wachs gemalt. Ein Herz. Das Wachs ist schon fest. Hey, das ist echt cool. Ich probiere das auch. Das Wachs ist geschmolzen. Was ist unheimlicher als Fledermäuse? Ich mache einfach diese V-Formen. Ist das cool oder was? Schau mal. Wow, das ist gut. Fast so gut wie meins. Wow, echt super. Ich weiß. Die passen gut zusammen. Ja, mal sehen. Ja, die sind echt cool. Und gruselig. Ich hab Gänsehaut. Definitiv. Total faszinierend, stimmt's? Oh, bis zum nächsten Mal. Mir ist voll langweilig. Wo bleibt unsere nächste Challenge?
Ich hoffe, es gibt einen Snack. Hast du was zu essen? Nope, aber ich hätte gerne was. Schade. Ich hätte jetzt gerne heiße Fritten. Schau sie dir an. So viele. Ich wünschte, es würde Pommes regnen. Yep, lass sie fliegen. Das ist unglaublich. Gesalzene Kartoffelliebe. Sind sie nicht wunderschön? Hä? Oh oh. Kann ich dir helfen? Tut mir leid. Wie peinlich. Hey, echte Kartoffeln. Was mache ich denn mit denen? Du kannst die nicht einfach roh essen. Ich weiß das. Guck dir das an. Du kannst die nicht roh essen. Wow, das ist unglaublich. Was? Das ist der perfekte Spender. Ja. Oh yeah? Gib mir das Ding. Ernsthaft? Was soll ich denn damit anfangen? Ugh. Dann eben roh. Nee. Ich weiß. Ich nutze diese essbaren Perlen. Mit denen erstelle ich ein cooles Muster. Erkennst du schon, was es wird? Damit ist es viel einfacher als mit den Fingern. Oh, ein Herz. Und jetzt müssen sie verschmelzen. Es passiert. Guck dir das mal an. Hey, guck. Wow. Das ist ein Herz. Und ich habe nur diese dumme Kartoffel. Aber warte mal. Ich weiß. Ich drücke die auf das Förmchen und schneide rundum ein. Dann befreie ich die Mitte. Siehst du? Wie eine Schnitzerei. Es fehlen nur noch ein paar Details. Und jetzt zu meiner Lieblingsfarbe. Guck dir das an. Das ist ein Stempel, siehst du? So viele kleine Schädel. Oh, wow. Hey, Justin. Warte kurz. Was sagst du dazu? Wow, alles aus einer Kartoffel? Ich bin beeindruckt. Oh, süß. Hey, willst du mein Herz haben? Oh, mein Gott, wie süß von dir. Oh, willst du meinen Kartoffelstempel? Gerne. Schere, Stein, Papier. Das macht Spaß. Oh. 2 von 3? Gewonnen. Gutes Spiel, echt gut. Was? Ein Timer? Wofür? Hey, Pinsel. Guck dir das an. Ich kapier's nicht. Schätze, wir sollen malen. Null Ahnung. Guck. Die Zeit. Es geht los. Wir sollten lieber anfangen. Einfach anfangen. Was ist mit der Farbe los? Die bewegt sich mit dem Pinsel. Das ist verrückt. Langsam, langsam. Verdammt, sie haben sich vermischt. Oh, zu schade. Ich zeig dir, wie es geht. Scharfe Kurve. Piu. Da kommt noch eine. Och, Manno, so knapp. Gar nicht so einfach, was? Versuchen wir es nochmal. Man braucht nur eine ruhige Hand. Ach, nicht schon wieder. Ich wette, dieses Mal schaffe ich's. Achte auf das Grün. Nein, gemischt. Wie ärgerlich. Das ist ganz schön stressig. Die Uhr tickt. Ich weiß. Komm schon. Ja, toll. Geschafft. Die ist im Reagenzglas. Ja, bei mir auch.
Ich hab's geschafft! Fantastisch! Juhu! Yeah! Hey, wir haben beide gewonnen! Yes! Meine Augen! Hey, guck mal! Ich hab auch einen! Wow! Echt hübsch! Nehmen wir einen Schluck? Zum Wohl! Ah! Brombeere! Lecker! Die Garnitur nicht vergessen. Schlag ein. Wuhu. Was ist los, Megan? Oh nein. Ihr Outfit. Ihr Outfit. Nö. Ich wollte nicht als Zwilling auftauchen. Ich weiß. Zeit für etwas Schnippschnapp. Das klappt hoffentlich. Vorsichtig mit den Klingen. Ich brauche dieses große Teil. Das ziehe ich nach oben. Hello, Neckholder Top. Genial. Gut, dass mir das eingefallen ist. Hey. Geniale Köpfe denken eben gleich. Mal sehen. Das ist sehr interessant. Huh, was ist hier los? Ist das ein Erdbeben? Oder nur rücksichtslose Kinder? Beruhigt euch bitte. Ihr müsst jetzt lernen, Kinder. Ich kann mich nicht mal denken hören. Achtung. Stopp! Puh. Hä? Weiter geht's. Ich gebe auf. Ich ertrag das nicht länger. Okay, beruhige dich erstmal. Einfach atmen. Hä? Was machen sie jetzt? Sie sind wie wilde Tiere. Oh, mein Poppet! Jetzt kann ich nicht mehr entspannen. Warte mal. Ich nehme meinen Stressabbau selbst in die Hand. Zuerst brauche ich den perfekten Kreis. Und noch einen. Die schneide ich aus. Vorsichtig mit der Klinge. Tada! Da kommen jetzt beliebige Gesichter drauf. Dann kommt das Bügeleisen zum Einsatz. Schau mal, da passiert was. Jetzt sind es DIY-Poppets. Der Stressabbau kann beginnen. Ich bin schon viel ruhiger. Endlich. Sorgt euch nicht um mich, Kinder. Ich sitze hier und entspanne. Okay, klasse. Ratet mal, was heute drankommt. Tada! Och nee, ich bin nicht bereit dafür. Sie passt nicht wirklich auf, oder? Ich muss hier nur was zurechtschieben. Beachten Sie mich gar nicht. Gut, dass die so flach sind. Bingo! So wird's gehen. Aber ich muss schnell sein. Alles in Ordnung? Oh, ich kenne dieses betrügerische Rüberlehnen. Aber nicht mit mir. Nur um sicher zu gehen. Oh nein, das Licht! Genau wie ich dachte. Kannst du das erklären? Haha, sie wundern sich darüber? Danke. Und nein, ich bin nicht von gestern. Ich kenne all eure Tricks. Och, Manu, jetzt hat sie alle. Mach weiter. Diese Kinder denken, sie seien so schlau. Ha, das war fies. Psst. Hey, Ava. Hä? Guck dir das an. Ich habe alle Lösungen. Was? Ist das dein Ernst? Halt den Knöchel still. Keine Ursache. Hier wird doch nicht geschummelt, oder? Sehr gut. Ich sollte öfter neben dir sitzen. Tschüss, Megan. Tschüss. Hey, Megan. Weißt du, wie spät es ist? Oh, stimmt. Siehst du's? Ja, danke. Voll durchgeknallt. Meinetwegen. Ich lade jetzt besser auf. Hey, guck, wir haben die gleichen. Zwillinge! Hey, Ladies, habe ich euch erschreckt? Hier, wessen ist wessen? Ist ja eigentlich egal, oder? Thank you. Tschüss! Du magst also Musik, was? Welche Richtung?
hoffe, die sind ausreichend geladen. Scheint okay zu sein. Und ab geht die Party. Perfekt. Los geht's. Oh! Was ist hier los? Ich höre nichts. Hey, du. Deine Musik? Das erklärt alles. Lass uns tauschen. Danke. Ich habe eine Idee. Ich personalisiere meine Hülle. Total süß. Findest du nicht auch? Oh, total schön. Sowas will ich auch. Ich drucke diesen lustigen Typen drauf. Ein guter Make-up-Schwamm ist Gold wert. Tada! Erkennst du ihn schon? Ein kleiner Luigi. Ein Luigi, der zuhört. Wow, toll gemacht. Jetzt lass uns abrocken. Ich frag mich, was wir jetzt machen sollen. Macht mir eine hübsche Blume. Wir Bienen lieben Blumen. Fangt an. Wow, was ist das denn? Sind das Eier? Ich bin verwirrt. Ja, was haben die mit Blumen zu tun? Ich kapier's nicht. Ein bisschen Hilfe? Mich brauchst du nicht angucken. Hey Biene, was sollen wir machen? Wartet einfach. Hey, die gehören mir. Die habe ich schon gesucht. Her mit dem Korb. Oh, wir brauchen die. Macht's gut, ihr Loser. Nicht so schnell. Lass los. Das ist unterhaltsam. Irgendwie hypnotisierend. Nimm deine gelben Hände weg. Du hast dich mit der falschen Biene angelegt. Nimm das. Oh, mein Hasenpopöchen. Ich hopple davon. Puh, kurz hatte ich schon Angst. Oh, seht euch die Eier an. Die können wir nicht mehr nehmen. Sorry, Mädels. Aber ihr könnt was aus der Schale machen. Toll, das macht es nicht klarer. Du willst, dass wir daraus Blumen machen? Hm, darüber müssen wir nachdenken. Hey, ich denke, ich weiß, was zu tun ist. Ja, ich hab's. Ich brauche so eine Schale. Sie muss noch halbwegs ganz sein. Unten klebe ich einen Limo-Deckel ran. Jetzt brauche ich einen Pinsel und Kleber. Ich trage den Kleber auf die Schale auf. Okay, das ist erledigt. Jetzt streue ich Glitzer drüber. Wow, das sieht toll aus. Sieht nicht mehr aus wie eine Eierschale. Da stecke ich jetzt eine Blume rein. Eine süße Blumenvase, stimmt's? Hey, Mac, guck mal. Hübsch, nicht wahr? Ja, gefällt mir, Lexi. Ich habe noch mehr gemacht. Sind viel hübscher als typische Vasen. Die sind wirklich schön zum Angucken. Hm, und was mache ich? Das ist doch nur eine Eierschale. Mit der kann man nicht viel machen. Oh, ich hatte einen Geistesblitz. Los geht's. Ich male die Schale an und zwar in einem schönen Blau. Ich lasse die Farbe trocknen und dann zerschlage ich die Schale. Oh, das löst Anspannungen. Jetzt brauche ich ein Blatt Papier und einen Stift. Ich skizziere eine Vase. Das ist ziemlich einfach. Jetzt brauche ich Kleber. Den verteile ich in der Vase. Das müsste reichen. Jetzt brauche ich eine Pinzette, denn ich klebe die Eierschalen in die Vase. Ich beginne mit den großen Teilen und ordne sie zufällig an. Dann fülle ich die Lücken auf. Ich will keine Stelle freilassen. Das Weiß färbe ich ein. Und in eine Vase gehört auch was rein. Mit einem braunen Stift zeichne ich Stiele und Äste. Dann kommen die Blätter. Ich male sie aber nicht an jeden Zweig. Hm, ich glaube, da fehlt noch Farbe. Und dafür nehme ich Modellierton. Ich habe kleine Kreise aus rotem Ton ausgeschnitten. Die ordne ich zu einem größeren Kreis an. Mit der Pinzette klappt das ganz gut. Jetzt drücke ich eine Linie in den Ton. Dafür benutze ich ein Bildhauerwerkzeug. Dann kommt gelber Ton in die Mitte. Das ist eine hübsche Blume, stimmt's? Die kommt jetzt auf mein Bild. Ich mache unterschiedliche große Blumen. Wow, das sieht toll aus. Ich bin echt zufrieden damit. Aber ich bin noch nicht fertig. Hier kommt noch eine kleine Biene drauf. Vielleicht bekomme ich ja Bonuspunkte. Ich mache alles, um zu gewinnen. Die Biene male ich auch aus. Sieht aus wie jemand, den wir kennen. Hoffe, sie fühlt sich geschmeichelt. Okay, ich muss zugeben, das ist echt gut geworden. Ich bin fertig. Blumen haben echt was Beruhigendes an sich. Ich würde mir das in mein Zimmer hängen. Mal sehen, wer gewonnen hat. Wir sind fertig. Was sagst du dazu? Mir gefallen beide, aber in einem ist eine schöne Biene. Mac gewinnt. Das ist wunderbar, Mac. Oh ja, ich wusste, dass das klappt. Aber ich habe schöne Vasen gemacht. Jetzt kommt die letzte Runde. Alles oder nichts. Gebt mir eine Sekunde. Eure nächste Challenge ist ein Regenbogen. Ich finde die so magisch. Regenbögen machen mir immer Freude.
Oh, guck mal. Ich nehme die Stifte. Ich habe schon eine tolle Idee. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Ich nehme noch sein Wattepad und male darauf. Das wird ein Regenbogen. Das ist ganz einfach. Die Farben müssen nur in die richtige Reihenfolge. Das war's schon. Wie gefällt dir der, mein Regenbogen? Soll der mich jetzt beeindrucken? Ja? Okay, versuchen wir das nochmal. Ich muss nur noch was rausholen. Und zwar diese tiefen Teller. Jetzt noch hinstellen. So geht's. Jetzt nehme ich den Krug und gieße Wasser in jeden Teller. Vorsichtig, ich will nichts verschütten. Hab keine Zeit zum Saubermachen. Das ist der letzte. Jetzt kommt die Magie. Ich lege den Wattepad ins Wasser und siehe da, die Farben verlaufen. Ich habe Verschiedenes auf die Pads gemalt, wie diesen Schmetterling. Und eine hübsche Blume. Die sieht echt toll aus. Wie schön die Farben verlaufen. Ein Regenbogen auf dem Teller. Wow, du bist eine echte Zauberin. Ja, schätze schon, übertreff das mal. Was mache ich nur? Oh, ich weiß, dafür brauche ich Schüsseln. Keine Bange, ich werde dich nicht kopieren. Aber ich brauche auch Wasser. Komm schon, gib's her. Danke, ist auch noch genug drin. Ich gieße es in die Schalen. Das kommt mir bekannt vor. Warte einfach, jetzt brauche ich Lebensmittelfarbe. Ich fange mit Blau an. Ich mache ein paar Tropfen in die erste Schale. Rot kommt in die zweite. Und Gelb in die dritte. Jetzt werde ich künstlerisch. Ich zeichne ein Gesicht. Guck dir mal diese Wimpern an. Ich muss ihr Geheimnis wissen. Unglaublich, dass ich auf eine Zeichnung neidisch bin. Jetzt kommt der Rest ihres Gesichts. Ein Herz kommt auf ihre Lippen. Dann noch ein paar Sommersprossen. Das könnte meine beste Arbeit werden. Okay, jetzt zum Ausmalen. Ich nehme Rosa für die Lippen. Ich muss innerhalb der Linien bleiben. Ich will jetzt nichts versauen. Dann trage ich Rouge auf. Genau so wollte ich das. Jetzt lege ich die Wattepads oben an die Zeichnung. Und links und rechts vom Gesicht. Richtig, das werden ihre Haare. Ist wie eine Perücke. Sieht aber noch langweilig aus. Ich habe diese Pipette für Notfälle dabei. Mit der geht's einfacher. Erst fülle ich sie mit blauem Wasser. Dann spritze ich das auf die Pads. Ich mache es in die Mitte. Auf beiden Seiten. Das gleiche mache ich mit dem gelben Wasser. Ich lasse es in die Pads eindringen. Als nächstes kommt das rote Wasser. Ich habe auch grünes Wasser gemacht. Wow, was für eine bunte Frisur. Vielleicht lasse ich mir die beim nächsten Friseurtermin machen. Jetzt müssen die Pads trocknen. Das wird ein toller Effekt. Total kreativ. Nicht schlecht, aber nicht wir beurteilen unsere Arbeit. Du hast das Sagen. Ihr verblüfft mich immer wieder. Meg gewinnt diese Runde. Juhu, ich wusste es. Ja, ist die richtige Entscheidung. Lexi und Meg haben in dieser Challenge schöne Meisterwerke geschaffen. Hoffentlich haben sie dich dazu inspiriert, selbst Kunst zu machen. Welcher Kunsttag hat dir am besten gefallen? Schreib ihn unten in die Kommentare. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses. Der Test ist echt langweilig. Mir gefällt er. Du bist so ein Streber. Gestalten wir das Ganze spaßiger. Hey, hör auf damit! Die Frage finde ich gut. Ach, kann das endlich vorbei sein? Oh, Augenblick mal. Hey, was ist schon wieder? Sieh dir das rein. Ich reibe den Stift an meinem Ärmel und drehe ihn um die Kapsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, ist das Magie? Lass mich mal. Hä? Habe ich etwas falsch gemacht? Ein Magier verrät nie seine Geheimnisse. Vielleicht brauche ich mehr Reibung. Und los! Es klappt nicht. Oh, ich hab's. Hier helfen nur meine grauen Zellen weiter. Ah, ich habe die Erdanziehungskraft nicht beachtet. Und die Erdrotation bedeutet, das ist es. Ich versuch's nochmal. Das ist keine Magie. Wenn du meinst. Oh, klasse, hört auf zu reden. Sorry. Durchschaut. Ups. Ich hab dich im Auge, Sophia. Ich mach meine Aufgabe, okay? Das ist deine letzte Warnung. Hey, wo ist mein Stift hin? So wird das nichts mit dem Test. Ich liebe Schulaufgaben. Hoffentlich hat die Klasse gelernt. Oh mein Gott, nichts davon ergibt Sinn. Miss, ich habe eine Frage. Ich brauche Hilfe.
Bitte lies, was auf der Tafel steht, Julie. Es werden nun keine Fragen mehr gestellt. Der Test beginnt gleich. Oh, stimmt. Ich habe nur geübt, wie man sich meldet. Mhm, klar. Natürlich. Hey, ich bin hier wegen dem Test oder sowas. Oh, nervt das. Ich habe gar keinen Bock auf den Test. Ha, die da drüben sieht vorbereitet aus. Dann rutsche ich mit meinem Tisch wohl was näher ran. Mist, sie rutscht mit dem Tisch näher ran. Also dann, der Test beginnt. Fangt bitte an. Okay, ich schaffe das. Ich muss nur die Fragen beantworten. Ich dehne mich etwas, bevor ich beginne. Zum Glück habe ich einen Spicker dabei. Was glaubst du, was du da tust? Wusste ich's doch. Ein Spicker. Gib den her. Fang nun an, die Fragen zu beantworten. Mir doch egal. Ich habe noch mehr Spicker dabei. Denk nicht mal im Traum dran. Das nehme ich. Echt jetzt? Die ist ja wie ein Ninja. Irgendwie cool, aber... Okay, wie beantworte ich jetzt die Frage? Vielleicht sollte ich diesen Spicker hier benutzen. Das ist mein letzter Spickzettel, den ich vorbereitet habe. Hey, was hast du da im Federmäppchen? Ein weiterer Spicker? Gib das her. Hier, nimm meine Stifte und fang an. Mein Stift. Vielleicht könnte der mir weiterhelfen. Doch, das könnte eigentlich funktionieren. Als erstes erhitze ich die Messerklinge mit einer Flamme. Soweit so gut. Jetzt ist sie heiß. Dann mache ich ein kleines Loch in den Stift. Etwa so. Nun brauche ich zwei Zahnstocher und ein Gummiband. Das Gummiband wickle ich um den Zahnstocher. Okay, der Spicker, den ich vorbereitet habe, wird nun in den Stift geschoben. Die Zahnstocher helfen beim Einrollen. Und dann wird der Stift wieder zusammengesteckt. Perfekt. Ja, das wäre echt eine geniale Erfindung. Oh, ach ja, der Test. Ich sollte mal anfangen. Ich bin ein richtiger Profi im Urbalancieren. Hey, Stifte weg, die Zeit ist um. Bitte legt alle Stifte jetzt weg. Ach, ich liebe Schulaufgaben. Der Test war sowas von einfach, richtig easy. Wie, der Test ist schon um? Ich habe noch nicht mal angefangen. Hey, wie geht's? Ich setz mich mal zu dir. Oh, wieso kriege ich keine Creme raus? Mach schon, das ist echt blöd und frustrierend. Ich drück einfach ganz fest. Ja! Ah, was zum Geier machst du denn? Ups, deine Creme ist auf meinen Händen und meiner Tasche. Die Tasche ist nun ruiniert. Oh Mann. Nein, kein Grund zur Panik. Ich kümmere mich drum, versprochen. Und jetzt macht sie einfach die Fliege. Da ist so viel Creme drauf, eine Riesensauerei. Okay, ich rette die Tasche mit einer Papierrolle und etwas Kleber. Das sollte reichen. Dann befestige ich Papier ringsherum. Okay, genau so. Mit einer Schere schneide ich die Enden. Noch ein paar mehr. Gut, Zeit für etwas Kleber. Die Enden kann ich nun einknicken und auch festkleben. Meine arme, arme Tasche. Vielleicht kann ich die Creme ja wegwischen. Ha, was macht sie da? Oh, versucht die Creme wegzuwischen. Ich mach mal besser weiter. Sie sieht traurig aus. Gut, die Enden sind alle festgeklebt. Zeit für etwas Dekoration. Hierfür nehme ich etwas Gelb. Das sieht schon richtig gut aus. Kann ich die Creme vielleicht absaugen? Oh, hey! Ah, lass meine Tasche los, du blöder Staubsauger! Nein! Ah, auf! Bitte, gib her! Ah, das gehört mir! Ah. Wow, die rostet ja komplett aus da drüben. Ich male noch eine Zitronenscheibe dazu. Und male die Ränder hinzu, damit sie hervorstechen. Oh, so süß! Ich liebe Zitronen so sehr. Ich male den Früchten noch einen kleinen Freund hinzu. Nun befestige ich gelbe Papierstreifen auf der Oberseite. Nice, sieht gut aus. Zeit für mehr Dekoration. Ich darf die Buchstaben nicht zu groß malen. Dann male ich sie aus. Das Blau gefällt mir sehr gut. Okay, die Buchstaben sind nun ausgemalt. Dann brauche ich noch etwas Wellpappe. Damit schließe ich das Ende der Röhre und klebe noch mehr Papier darüber. Okay, und nun kommt der Cremespender obendrauf. Den befestige ich mit Kleber an der Röhre. Soweit, so gut. Und nun kommt der Klettverschluss hinzu. Den befestige ich in der Innenseite der Röhre. So kann man die Röhre öffnen und jederzeit schließen. Darin kann man Stifte sicher aufbewahren. Wow, ich bin wirklich von mir selbst beeindruckt. Na los, Babyhand, du kannst die Creme entfernen. Ich glaube an dich. Hey, Julie, ich bin wieder da und ich habe was für dich. Oh, sie ist sehr vertieft. Hey, Julie, reiß dich zusammen. Na los, stell dich nicht so an, das ist wichtig. Hey, schau mal, ein neues Federmäppchen für dich. Oh, das ist so süß, das gefällt mir sehr. Vielen Dank. Hier, du kannst mein altes Federmäppchen dafür haben. Das gefällt dir bestimmt so gut wie mir. Oh, klar, das ist echt lieb von dir. Eure Augen bleiben besser unten. Zum Glück habe ich gelernt. Warum bin ich aufgeblieben und habe Videospiele gezockt? Oh, ich drehe hier durch. Hey, kannst du mir helfen? Okay. Nummer 1 ist 52. 2 ist 65. Hör ich da ein Flüstern? Diese kleinen Betrüger. Psst. Als ob sie mich austricksen könnten. Ich muss das anders machen. Dafür muss ich kein einziges Wort sagen.
Oh-oh. Benehmt euch oder ihr fallt beide durch. Das war mies. Warte mal. Die Lösung ist so offensichtlich. Psst. Schau auf meine Hände. Verschiedene Stellen bedeuten verschiedene Buchstaben. Hab's verstanden. Okay, was kommt bei Nummer 1? A. Und Nummer 2? Was geht hier vor? Wollt nur meinen Groove spüren. Okay. Mit dem Funk kann ich mich einfreunden. Schlag ein! Diese Notizen sind sehr gründlich. Blaubeere. Brian, was hat es mit den Süßigkeiten auf sich? Weg damit bitte. Oh, die Party ist vorbei. Ekelhaft. Was? Verurteilend. Können diese beiden Rucksäcke unterschiedlicher sein? Tschüss. Ich muss nur schnell einen Spinnstopp einlegen. Niemand schaut zu, oder? Ich brauche nur eine Sache. Oh. Oh nein. Betty? Hier gibt's nichts zu sehen. Hör auf, hierher zu starren, okay? Oh, Betty. Du bist wohl auch etwas unorganisiert. Siehst du das? Warum nutzt du das nicht? Magnete können Wunder bewirken, siehst du? Du kannst einige für verschiedene Dinge anbringen. Und jetzt bist du organisiert. Danke, Brian. Lass uns gehen. Wo ist das Ding? Hey, hast du Wasser? Kein Problem. Ich muss nur ein paar Dinge umräumen. Es muss hier irgendwo sein. Vorsichtig, Betty. Das ist doch lächerlich. Warte, nur noch eine Sekunde. Du schleppst eine Menge Klamotten mit dir rum. Ich bin definitiv nah dran. Ich hab was vor. Komm schon. Im Ernst, Betty? Gefunden? Versuch das nächste Mal. Nimm ein T-Shirt und ein BH und bedeck sie damit. Falte das T-Shirt nach oben, dann rolle es wie ein Burrito. Und zu guter Letzt schnapp dir eine Socke und dreh sie um. Steck deine Hand rein und nimm die Kleidung. Zieh sie dann über die Klamotten, sodass sie die Rolle komplett umhüllt. Schau, das passt viel besser. Und du hast noch Platz für mehr Zeug. Das organisiert deinen Rucksack. Schau es dir an. Wie kann ich dir je danken? So smart. Wir gehen besser zum Unterricht. Die hier anwesenden Einhörner wollen den Bund der Ehe eingehen. Ich lieb dich. Ah, da kommen mir die Tränen. Wenn es keine Einwände gibt, könnt ihr nun die Ringe tauschen. Der Ring? Natürlich! Oh mein Gott, wo ist er nur? Er war doch in meiner Hosentasche. Hey, das ist ein Notfall! Ich brauche einen Ring! Was ist hier los? Oh mein Gott, er hat den Ring nicht dabei! Okay, wir finden schon eine Lösung. Meine Traumhochzeit wird zum Albtraum! Irgendetwas muss ich doch tun können! Meine Kette! Ich brauche nicht lange. Ich habe Plastikperlen und mein Glätteisen. Ich stülpe Wachspapier über die Glättplatten. Perfekt. Die Perlen ordne ich als Regenbogen an. Und dann drücke ich es zusammen. Genauso. Die Perlen schmelzen wegen der Hitze. Perfekt. Geschmolzen und flach. Nun rolle ich sie als Ring zusammen. Die sehen echt gut aus. Mal sehen, ob die auch passen. Soweit so gut. Sie passen perfekt. Das ist so genial. Ich bin ein Genie. Dann wollen wir mal. Psst. Hier, für dich. Gefangen. Wow, ein Regenbogenring. Sehr schön. Okay, hier ist dein Ehering. Ich werde dich für immer lieben. Ah, ich hab doch gesagt, alles wird gut. Ihr seid nun Mann und Frau. Juhu, Hochzeitsparty. Der DJ ist genial. Luna hat schon die Lösung. Zum Glück bin ich vorbereitet. Und ich bin froh, dass Luna so klug ist. Ich muss kurz spicken. Schnell, bevor jemand schaut. Ach was, sie spickt ja. Das ist aber frech. Cheryl, psst. Finger weg.
Aber das ist gemein. Von mir aus, ich habe sowieso ein bisschen Hunger. Das brauche ich jetzt. Schokolade. Ist das Schokolade? Mann, sieht das gut aus. Ich will auch Schokolade. Ich habe solchen Hunger. Sowas von gut. Hey Cheryl, darf ich ein bisschen abhaben? Na, sieh mal einer an. Nein. Das lasse ich mir nicht bieten, als ob ich nun Angst hätte. Zeig mal, was du kannst. Es gibt nur einen Weg, das zu lösen. Hat jemand das Fenster aufgemacht? Ein Schokoriegel. Mehr. Von mir aus. Nimm das. Gib mir die Spicker. Mehr. Okay, zufrieden? Freut mich, mit dir Geschäfte zu machen. Danke, Bestie. Danke. Ich hasse Lernen. Das ist echt praktisch. Was geht hier vor sich? Ich bin enttäuscht von euch. Gib das her. Oh. Nachsitzen. Und zwar beide. Unfassbar, diese Amateure. So schmuggelt man Essen in den Unterricht. Lecker. Ich liebe meinen Job.